Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. So. Hä? Was ist da jetzt kaputt gegangen? Ah, ups. Ah, falschen Kartenmodus gewesen. Deswegen gerade gewundert. Hm, gibt's sogar nicht. Wo hatten wir da auf ein paar Gebiete? Was machen die jetzt eigentlich? Was machen die eigentlich? Die sollen da bleiben. Was habe ich da nicht angeklickt? So gar nicht. Okay, weiter. Weiter? Nicht weiter? Hallo? Pause? Raus? Irgendwas klappt da gerade nicht ganz so, wie ich es will. Was auch immer gerade schief läuft. So, Kriegsgrund läuft aus. Beleidigungsgrund 51. Ja, meinetwegen. Der darf ruhig auslaufen. Wann kommen die an? Am 6. November? Das ist schlecht. Mal dahin, wann kommt denn ihr da an? Am 30. Oktober, ja. Macht mal weiter. Sollen wir einigermaßen recht sein? Dann sind wir da vorher weg. 17., 13. Ja, wir müssen so ein bisschen... Nein, das hat nicht gelangt. Nein, bitte nicht. Das sind doch meine ganzen Armeen. Ich hab doch da nichts mehr. Ich bin doch so ein armer Bub. Okay. Die Frage ist, können wir... Ich weiß jetzt nicht, warum die Leertaste gerade nicht mehr funktioniert. Können wir... Die haben jetzt eine geringe Kriegsmoral. Ja, wir ebenfalls. Die Frage ist, können wir eigentlich schon Frieden verhandeln? Was möchten wir? Hier hinten dieser Dolch in diesem Blatt Papier bedeutet, das war unser Kriegsziel. Sprich, diese Gegend. Nehmen sie sogar noch an. Okay, also den Frieden hier unten, den Haken müssen wir beobachten. Auch das, was nicht mehr. Okay, packen die noch Gold oben drauf? Packen sie noch Samen, allerdings nicht mehr. Aggressive Expansion steigt an, weil wir hier natürlich zwei Länder reinnehmen mit 14 und... Ja, es ist der Wert der Ländereien. Wenn die höher, steigert natürlich dann auch die Expansion. Deswegen sind die zwei eigentlich nicht so verkehrt. Wobei, die nehmen sich nicht so viel, ne? Kabu erzählt wieder Schwachsinn, aber passt schon. Gold nehmen wir. Wir könnten natürlich dann auch sagen, sie sollen Nationen entlassen. Entlässt Novgorod? Novgorod entlässt Finnland. Ah, das da oben würden sie entlassen. Nehmen sie natürlich nicht an, logischerweise. Verträge aufkündigen, zum Beispiel mit Schottland. Dass die sozusagen keinen Bündnispartner mehr haben. Und sonst könnten wir noch fragen, Handelseinfluss, das machen sie allerdings auch nicht. Die beiden, bis 40 Dukaten... Und bringt bei uns eine Ausbreitung von 16%. Der Ruf sinkt natürlich bei Novgorod, das ist uns aber egal. Tyfer, Schweden, Goldene Horde, Kasachstan, Litau und den anderen, das ist im eigentlichen Sinne, denke ich, eine sehr gute Angelegenheit. Senden wir denen mal die Forderung. Warum meine Leertaste nicht mehr für Dings... Lehnt ab? Wow! Das hatte ich ja noch nie, dass die ein Friedensangebot abgelehnt haben. Die sind jetzt halt aktuell so ein bisschen kriegsgeil, kommt mir vor, hä? Stimmt, die Liste hier ist auch weg. Warum auch immer. Ach, auf dem Desktop zu switchen ist nicht die beste Idee in dem Spiel, merke ich. Frieden verhandelt. Nur die Länderei würden sie nehmen. Naja, was soll's. Machen wir das? Okay, auf alle Fälle, er nahm jetzt unser großzügiges Friedensangebot ab. Unser Diplomat ist zu Hause. Wir erhalten 2 Prestige. Wir bekommen 11 Ruf und wir haben eine Inflation von 0,13. Also Inflation gibt's auch.
je höher die ist, desto höher kostet Kosten und Angelegenheiten. Diplomaten können das senken oder nationale Entscheidungen können das senken oder irgendwelche zufälligen Events. Jetzt ist es wichtig, dass wir in diesem neuen Gebiet dann natürlich dann auch gleich mal eine Kernbaute machen, eine Kernprovinz. Die kostet uns 37 administrative Macht und dauert 30 Monate. Okay, okay. Sollte man machen. Das wird auch enorm teuer gegen später und wir haben hier eine 9 Revolt-Risiko. Das senken wir mit 20 Macht. Ja, oh mein Gott. Wahrscheinlich würde es diesbezüglich sogar irgendwo, ja, das wäre jetzt dann hier oben bei den Hauptmissionen, aber das will ich jetzt nicht abbrechen, um Gottes Willen. Wir müssen echt schauen, dass wir die Prestige mal raufbekommen, das wäre nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Ich würde mal interessieren, warum ich jetzt keine Tastatur mehr habe. Okay, wir haben jetzt den Kriegsgrund gegen Novgorod verloren. Liegt natürlich auch daran, weil wir hier oben... ja, das Gebiet angenommen haben. Und wir haben jetzt aktuell null Militär mehr. Was natürlich echt sehr ungünstig ist. Und wenn wir hier bauen, verlieren wir oben natürlich, oder nachrekrutieren, verlieren wir oben natürlich gleich unsere 1000 Mann. Ja, ist nicht so sonderlichst fein. Hier unten bei der goldenen Horde geht es aber echt gut ab. Definitiv. Mensch. So, wie sieht es denn bei denen jetzt aus? Die sind im Krieg gegen den Deutschen Orden, Ungarn, Böhmen, Schlesien, Livonische Orden, Sachsen und Thüringen. Also mit dabei. Ist eine Personalunion mit Polen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann haben wir aber einen Riesengegner dann unter Umständen irgendwann mal. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit denen? Novgorod macht einen Anspruch geltend darauf. Also diplomatisch werden sie die nicht reinholen. Und Bündnispartner haben sie immer noch keinen. Aber wir haben keinen Kriegsgrund gegen die. Haben einen Kriegsgrund. Die haben einen Kriegsgrund gegen uns. So rum ist das doch eher. Ja, und dran denken, immer noch Soldaten nachbauen, rekrutieren ist nicht verkehrt. Definitiv nicht. Vorteil, jetzt können wir hier oben natürlich noch Schiffe bauen. 5 Schiffe dürften wir haben. Hatten wir eigentlich vorher irgendeinen Zugang zu einem der Meere? Nee, ne? Ja, sollten wir machen, damit können wir nämlich dann den Handel so ein bisschen schützen. Was schon mal nicht verkehrt ist. Ich hoffe, jetzt kommt keiner der anderen Nationen auf die Idee, uns hier irgendwo den Krieg zu erklären. Hier noch ein bisschen. Da muss man ziemlich nah rein scrollen, dass man dann hier dieses tolle Ding sieht. Aber es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist das der Bildschirm zumindest nicht so übersät. Jetzt ist die Frage, ihr könnt mit uns... beziehungsweise wann haben wir die Möglichkeit, die Sache zu fordern? 54 in 2 Jahren bereits. Oh. Okay. Dann sollten wir hier auf alle Fälle mal die Beziehungen verbessern, dass wir die 190 zusammenbekommen. Dann hätten wir hier zumindest ein großes Reich mit dabei. Und ihr wart ebenfalls... 54. Dann sollten wir auch hier die Beziehungen mal verbessern. Das Problem ist natürlich nur die, dass wir eine Ewigkeit Diplomaten dann da verlieren. Und die haben wir ja auch noch. Das wird interessant. Wir haben nur 2 Diplomaten. 3 könnten wir auf alle Fälle gebrauchen. 4 könnten wir sogar benutzen. Boah, das wird ätzend. Das wird ätzend. Sammelt euch mal da. Mensch, bis wir da wieder unser Militär da zusammen haben, das wird echt dauern ohne Ende. Können wir die eigentlich gleich in einen Ort, ein und denselben Ort zusammenbringen.
Das wird nicht lustig, das wird nicht lustig. Da werden wir wahrscheinlich wirklich sehr viele Söldner dann mal brauchen im Falle eines Krieges. Was ich natürlich echt nicht hoffe, dass das so zustande kommt. Durch wen seid ihr besetzt? Durch die da oben. Die Goldene Horde dürfte wohl nicht mehr allzu lange existieren. Krim sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es denn eigentlich in Europa aus? Venedig. Wir sind jetzt durch Ungarn. Okay. Oh je. England verliert hier sämtliche Gebiete an Frankreich. Aber wen wundert's? Die haben hier oben... nee, oder? Beschuldigt den König. Der König hat sich heute eine Peinlichkeit vor dem Hof und einigen fremden Gesandten geleistet. Die Auswirkungen werden sich über Jahre hinwegziehen. Hinziehen. Beschuldigt den König. Verliert eine Stabilität. Super Angelegenheit. Danke sehr. Ich bräuchte eben die administrative Macht für was anderes, ne? Ja, ist ja nicht so, dass ich die bräuchte. Ja, das ist immer nur so die Frage. Wir können hier mal noch ein bisschen drüber gucken. Die diplomatische Karte ist im eigentlichen Sinne... Moment, bevor wir da hingehen, machen wir hier natürlich erstmal unser Militär wieder. Diplomatische Karte ist eigentlich ganz klar. Wir können hier Rivalen eingeben. Machen wir hier einfach mal Novgorod dazu. Warum denn nicht? Dann haben wir hier schon Rivalen. Frieden, wenn wir eh mit denen nie machen können. Ne, nicht nur. Da unten Novgorod ist ab sofort unser Rivale. Sind wir bei denen bestimmt ebenfalls. Ja, Russland, Dänemark, Norwegen. Puh. Feinde Schweden, Dänemark. Naja gut, der diplomatische Bereich, da kann man halt wirklich sehr viele Einstellungen machen. Militärzugang, Wirtschaftsaktionen, Embargos verhängen, Geschenke, Darlehen und so weiter und so fort. Hier Geheimdienst ist natürlich das Wichtigste. Einiges bekommt man natürlich nur durch Ideen dann freigeschalten. Ja, die Wirtschaft. Kolonialer Unterhalt, ob wir jemals dazu kommen, eine Kolonie irgendwo zu gründen. Gute Frage. Nächste Frage. Missionare haben wir aktuell auch keine. Solange wir die nicht haben, also sind die auf Null. Passt schon. Armeeunterhalt, ja, für die 6000. Was will man da groß an Militärunterhalt haben? Flottenunterhalt dasselbe. Ja, ansonsten, die Inflation könnte man senken, sobald wir über 2 sind oder Kriegssteuern im Krieg erheben. Wobei man dazu sagen muss, dass das eher schlecht ist, weil die Kriegsmüdigkeit dadurch gesteigert wird. Tja, die haben Probleme mit Rebellen. Interessant. Sind die im Krieg gerade mit Schweden? Verbindet mit Schottland und Livonien? Oh, nee. Jetzt sind die ja nur mit denen da verbündet. Halt, nee. Da oben ist der Livonische Orden. Das ist ja Litauen. Mein Gott. So, jetzt kämpfen die da oben gegen die Bauern. Naja, gegen Bauern ist es ja auch gar kein Problem, würde ich sagen, ne? Handel! Handel ist eine komplizierte Angelegenheit. Kennt ihr mal diese Karte? Ich glaube, die Karte war auch am Anfang offen, oder? Hier sieht man einfach die Handelspunkte, was hier alles, Pfeile, die reingehen und rausgehen. Also alles, was hier reingeht, ja, geht automatisch rein. Was rausgeht, geht raus. Haha, super erklärt. Ich bin ja stolz auf dich. Da muss man so ein bisschen halt gucken, wo es Sinn macht, Händler einzusetzen. Hier haben wir einen, der schöpft den Handel, glaube ich, derzeit ab. Genau. Wir haben 2 Händler. Wo ist denn der zweite? Ach, da drüben. Der leitet hier diesen Handel hier rüber. 3,7 Gold. Und das wird dann dadurch bestimmt, wie viel Handelseinfluss man dann in dem Gebiet eben hat. Da das hier in unserem Gebiet ist... Verstehe ich gerade? Achso, ja klar. Okay. Da man ja hier gucken muss, wie diese Pfeile laufen, die kann man nicht...
So, die kann man nicht mehr ändern und, achso, die Kernprovinz ist fertig geworden, okay. Muss man natürlich schauen, wie leite ich am Schluss den Handel eben, ja, weiter. Macht ja jetzt keinen Sinn, hier den Handel abzuschöpfen und den hier weiterzuleiten, weil wir nirgendwo irgendwo einen großartigen Handelseinfluss haben. Das Beste ist London, da gehen drei rein. Ne, hier, Antwerpen, da geht alles rein. Dann kann man hier schön fleißig den Handel abschöpfen. Und in den hinteren Gebieten, ja, kommen wir noch dazu, wenn wir da jemals hinkommen sollten. Aber Handel ist wirklich eine komplizierte Sache. Sobald wir mal die Möglichkeit haben, werde ich das auch eher zeigen. Ansonsten lassen wir die Zeit weiterlaufen hier. Die Technologien, ja, da sehen wir, wir brauchen noch ein bisschen was. 690 Punkte, weil Nachbarbonus schon minus 5 ist. Und Rainer der Erste von Österreich zum Kaiser. Okay, das Heilige Römische Reich hat einen neuen Kaiser bekommen, der wieder aus Österreich stammt. Das ist, glaube ich, selten, dass da mal ein anderer ist. Aber in Ordnung. Was haben wir noch? Die Ideen. Ja, da brauchen wir erstmal die nationalen Ideen. Also hier das voll. Dann können wir uns das leisten. Und dann kann man eben hier eben heraussuchen, was man denn gerne für eine Idee denn gerne hätte. Und da ist es eigentlich echt so, jede Idee ist irgendwie genial. Ich glaube, für Russland werden wir auf alle Fälle hier die diplomatische nehmen. Die werden wir brauchen. Wir brauchen einfach hier diesen Diplomaten. Fingierte Ansprüche schneller. Ja, Entdecker können wir uns fast sparen. Expansionistische könnten wir uns auch fast sparen. Seemacht. Seemacht. Wenn wir hier oben Russland gegründet haben, warum denn nicht? Warum denn nicht? Können wir uns dann für später mal aufheben, auf jeden Fall. Ansonsten militärische Macht würde ich lieben gerne nehmen. Nationaler Steuer... Steuer, ja, genau. Soldatenzahl. Um 50% erhöht. Ist natürlich eine supi Angelegenheit. Da werden wir uns gut austoben können. Definitiv. Und vor lauter Blablabla habe ich verpasst, dass wir da oben schon wieder 3000 neue Soldaten nachziehen dürfen. Was habe ich jetzt? Kavallerie. Ja, der Mauscursor zeigt es ja auch. So, perfekt. Weiter geht's. So, was haben wir noch? Ja, die Aufträge, altbekannt. Den Bildschirm war ich ja auch schon öfters. Ja, die koloniale Reichweite, die wir haben, 160, Standardwert, nützt uns hier jetzt relativ wenig, weil wir hier ein unkolonisiertes Land haben. Ja, allerdings, der nächste Hafen ist doch zu weit weg. Ah, okay, wir brauchen hier erst diese Länderei. Okay, dann zählt das wieder. Okay. Ich habe verstanden. Wir haben verstanden. Ansonsten kann man hier natürlich nochmal seine Stabilität steigern. Mache ich jetzt nicht, weil ich natürlich die administrative Technologie gerne hätte. Die Religion. Ja, wir sind orthodox, deswegen ist hier die Toleranz am höchsten. Die Katholiken und... Nicht die Katholiken. Katholisch. Ich bin selber katholisch, von daher darf ich Katholiken sagen. So. Und die Soni. Beziehungsweise alle anderen Religionen. Minus 2. Kann man natürlich dann auch nochmal steigern. Da hätte es mir eigentlich vorhin auffallen müssen, dass wir das hier nicht umwandeln können. Noch nicht. Und ja, hier eben das Militärische aktuell. Was wir denn haben. Das ärgert mich. Na gut, aber manchmal ist es halt so. Warum können wir Verteidiger des Glaubens werden? Naja, gut, wir könnten jetzt Verteidiger des Glaubens werden. Kostet uns 500 Gold. Und nach 24 Monaten könnte das abgekauft werden. Und wir würden einen Militär oder einen Missionär mehr dazu bekommen. Die Moral der Armee geht nach oben. Die monatliche Kriegsmüdigkeit wird ein bisschen gesenkt. Die jährliche Prestige sinkt auch noch, allerdings die Technologiekosten steigen. Das ist natürlich eher schlecht, das wollen wir nicht. Und ja. Okay, wir können tatsächlich... Oh ja.
Weil bei den anderen ist es so, dass man dort immer wieder den Papst in die Konklave wählt, beziehungsweise einen Kardinal in die Konklave, von daher. Wir können uns jetzt auf alle Fälle eine neue Technologie leisten, weil wir die 690 Macht zusammen haben. Die militärische, 695 hätten wir. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Leertaste funktioniert immer noch nicht. Ich muss danach mal speichern und neu laden. Why ever. Bin hier heilfroh, dass ich den Iron Man Mode nicht eingeschaltet habe. Ansonsten bin ich, glaube ich, fast auf dem schwierigsten Grad. Okay, reduziert die Ungläubigkeit der Kirche. Eine Kirche ist eine mächtige Institution und wichtiger noch, eine reiche Institution. In der Tat. Wenn wir die Kirche regieren würden und sie mehr in den Staat integrieren würden, sind auch die unsere Steuereinnahmen erhöhen. Würden sich auch unsere Steuereinnahmen erhöhen. Ich sollte vielleicht mehr auf die Satzzeichen achten. Andererseits würden wir dadurch auch in den Augen der Bevölkerung ihre Autorität untergraben. Unterstellt sie der Regierung. 5 patriarchische Macht, wo wir verlieren würden. Autorität. Das muss ich selber noch gucken. Oder wir erhalten 5 patriarchische Autorität. Das hat jetzt aber hoffentlich nichts mit der Legitimität zu tun. Wenn wir selber gerade noch gucken, wo steht der Doc denn? Ah, da. Aha. Oh. Mist. Dann war das jetzt gerade eine Fehlentscheidung. Das ist das erste Mal, dass ich halt wirklich so mit westlichen spiele. Östlichen. Mein Gott. Östlich, westlich. Ich wollte Militär bauen. Hier. Rekrutieren. So, jetzt haben wir hier ein neues Zeichen. Wir können neue Sachen bauen. Ein Grundgebäude, einen Erdwall. Da würde dort oben sogar noch fehlen. Interessant. Oder eine Rüstkammer. Und diese Sachen kosten jetzt in Zukunft... Oh, eine Sache möchte ich gerade auch zeigen dann. Falls es nicht eh schon zu spät ist. Kostet uns 50 Gold und 10 militärische Macht. Also dafür müssen wir dann auch militärische Macht ausgeben. Und da kann man natürlich gucken, wo bekomme ich jetzt den höchsten Wert sozusagen raus. Also 97 plus 31. Wir fangen hier an. Es wird eh überall gebaut. Also von daher ist es fast uninteressant. Nur fast. Später wird es wirklich interessanter, wo man dann ein bisschen gucken muss. Gerade bei Handelseinfluss oder Gold, wo man dazu bekommt monatlich. Jährlich. Sind wir hier der Zeit voraus? Nö, wir sind nicht der Zeit voraus. Okay. Also man kann hier dann auch der Zeit irgendwann voraus sein und dann kostet das halt enorm viel. Darauf muss man dann auch achten. So, das warten wir jetzt noch ab, bis wir hier die nächste Technologie uns leisten können. Und ich sollte nicht zu viel militärische Macht dann ausgeben. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Wie weit sind denn die? Ja, bis zum nächsten Mal sollte ich dann auf alle Fälle den Deutsch-Patch dann auch drinnen haben. Unser König, mein König, unsere Informanten, der König in Moskau. Tüfer erwischt. Waldimir. Wo ist Waldimir? Da wollen die einen Anspruch drauf erheben. So, die wollen mir den Krieg also erklären. Also das heißt jetzt nicht automatisch, dass sie mir den Krieg erklären wollen, aber... Ich sag mal, wenn man halt kein Militär hat, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass das geschieht. Und das wäre natürlich nicht ganz so in meinem Sinne. Kann auch nicht in meinem Sinne sein, um offen und ehrlich zu sein. So, wir können hier jetzt den Dock und Marktplatz bauen. Dock ist eher fast uninteressant. Wir haben nur ein Gebiet, wobei da können wir es natürlich dann direkt machen. Also von daher... Wir holen es uns trotzdem, ansonsten können wir natürlich die nachfolgenden Sachen nicht machen. Okay, perfekt. Super Angelegenheit. Okay, ja, das war ja mal ein kleines bisschen ein holpriger Start. Aber naja, was soll's. Ha, perfekt, genau zum Autospeichern. Dann bedanke ich mich recht herzlichst fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. In diesem Sinne, bye bye.